Muss man seinen Motorradhelm nach einem Crash immer austauschen? Und wie kann man trotz heißen Temperaturen Lederkombi tragen, ohne sich tot zu schwitzen? Das sind zwei von ganz vielen Fragen, die wir in dieser Folge Frag Marc beantworten werden. Und jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf dich heute bei Helmexpress TV begrüßen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich habe eure Fragen dabei von unserer Instagram-Community im Übrigen. Wenn ihr noch nicht dazuhören solltet, dann hier einmal den Namen abschreiben oder erster Link in der Videobeschreibung, findet ihr ihn auch. Dann könnt ihr zum Beispiel wie Olli Somi Fragen stellen. Ist es noch möglich, den Shoei X-Spirit 3 zu bekommen, weil der XSPR Pro schwerer ist? Es geht also um die Racing-Helme von Shoei. Der X-Spirit 3, das ist das Vorgängermodell, der sieht so aus. Das ist ein wunderbarer Helm, ECE 22.05 geprüft. Und eben 5 Sterne im Sharp-Test im Übrigen, das sei schon mal gesagt. Der Nachfolger ist der folgende. Und zwar geht es dabei um ihn hier, den XSPR Pro, in meinem Fall hier mit einem kleinen Sehner dran. Das ist der Nachfolger vom gerade gezeigten Helm. Und der ist korrekterweise, wie Olli das sagt, ein bisschen schwerer. Denn der kommt auch schon mit der neuen Helmprüfnorm, der ECE 22.06, während der X-Spirit 3 noch die 22.05 hatte, aber auch da schon 5 Sterne im Sharp-Rating geschafft hat. Ja, es gibt mit Sicherheit noch irgendwo im Internet ein paar X-Spirit 3, ist auch ein guter Helm in meinen Augen. Allerdings, wir zum Beispiel sind komplett ausverkauft und man muss dazu sagen, seit einigen Monaten wird nur noch der XSPR Pro produziert. Das heißt also, alles, was jetzt noch unterwegs ist an X-Spirit 3, die liegen eben schon eine Weile. Und er schiebt direkt eine Frage hinterher. Kommt für den XSPR Pro auch ein selbsttönendes Visier? Ja, beziehungsweise es ist schon da, denn NXR 2 und XSPR Pro teilen sich das Visier. Dementsprechend, hier habe ich auch ein photochromatisches Visier dran, das eben bei Sonneneinstrahlung dunkler wird und das gibt es dementsprechend, weil es eben das gleiche Visier ist, auch schon für den XSPR Pro. Jetzt kommt eine ganz spannende Frage von Felix-1006. Ich hatte meinen ersten Motorradunfall. Brauche ich jetzt einen neuen Helm? Erstmal hoffe ich natürlich, dass es dir gut geht und dann muss ich sagen, ja. Denn Unfall klingt wirklich nicht gut, sodass ich davon ausgehe jetzt an der Stelle mal, dass dein Kopf bzw. dein Helm in irgendeiner Form auf den Asphalt, auf ein anderes Hindernis oder vielleicht auch auf dein eigenes Motorrad aufgeschlagen ist. Und dann wäre es grob fahrlässig, den Helm weiterzufahren. Warum das so ist, zeige ich dir einmal. Und zwar haben wir hier die Polystyrolkalotte. Dieser Bereich des Helms übernimmt die Dämpfwirkung im Falle eines Unfalls und der ist eben jetzt zusammengedrückt. Das heißt also, er kann die Energie beim nächsten Mal nicht mehr aufnehmen. Das gleiche gilt im Übrigen auch, wenn dein Helm runtergefallen ist. Und ob die Kalotte jetzt in deinem Fall gestaucht ist oder nicht, das kann man so auch nicht herausfinden. Es ist auf jeden Fall grob fahrlässig. Deswegen mein Appell, leg dir einen neuen Helm zu. Sascha-220519 fragt, wenn ich nun den A-Schein mache, beginnt die Probezeit erneut, habe bereits Klasse B. Nee, es gibt eine Probezeit pro Leben. Das heißt also, wenn du schon die Probezeit jetzt quasi abgebummelt hast mit dem Autoführerschein, dann bekommst du für den Motorradführerschein keine neue Probezeit. Deswegen ist es ja auch schon so spannend, mit 16 den 125er Führerschein zu machen, denn dann läuft auch schon die Probezeit. Mit dem Rollerführerschein, also Klasse AM, im Übrigen nicht. Lukas Nickers 163 fragt, wie soll man bei so warmem Wetter über 30 vernünftig mit Lederkombi fahren? Und als ich diese Nachricht gesehen hatte, musste ich wirklich schmunzeln und dachte, I feel you, aber da gibt es definitiv Abhilfe. Und zwar habe ich die hier mal untergezogen. Das ist eine Kühlweste, eine Dry Cooling Weste, in diesem Fall von Magna. Sieht dann aus wie folgt. In diese Weste kippt man einfach hier hinten einen halben Liter Wasser rein und dieses Wasser verdampft dann über die Zeit hinweg, was einen selbst kühlt und das Ganze, ohne dass man selbst irgendwie sich nass machen muss, dass hier irgendwie Feuchtigkeit entsteht. Man bleibt also unter seiner Lederkombi trocken. Optimal funktioniert das, wenn man jetzt eine Motorradjacke mit Mesh einsetzen drüber trägt, geht aber auch sehr gut in Leder und ihr seht, wie eng die anliegt. Die trage ich auch selber unter der Lederkombi, in meinem Fall seit über 3 Jahren und das funktioniert wirklich. Natürlich ganz uneigennützig verlinke ich euch die Weste und mit dem Code WESTE15 bekommt ihr bis einschließlich Sonntag nochmal 15% auf den reduzierten Preis. Das heißt also, der UVP, der eigentlich bei 169,95 liegt, gilt für euch nicht, 97,90. Das Folgende ist wirklich kein Marketing-Schnack, sondern stimmt, in den letzten 3 Jahren, seit wir die Weste führen, war sie jedes Jahr im Sommer zu den heißen Tagen ausverkauft. Das heißt also, wenn du dich dafür interessierst, jetzt zuschlagen, sonst könnte es
wieder zu spät sein. Ist natürlich eine kleine Investition, weiß ich, 100 Euro immer noch viel Geld. Allerdings, man hat auch viele Jahre was davon und vor allen Dingen, es funktioniert. Kurz wieder umgezogen. Jakob Gerner fragt, welche Protektoren benutze ich am besten am Anfang, wenn ich meinen 125er Führerschein mache? Wieder ein bisschen freier vorgelesen. Ich will Jakob das Folgende gar nicht unterstellen und so hat auch seine Frage nicht formuliert. Allerdings weiß ich, dass diese falsche Annahme einfach kursiert und da möchte ich mit aufräumen. Denn man muss sich für das Fahren einer 125er natürlich genauso sicher anziehen wie für eine große Maschine. Denn 125er laufen auch alle mal 100 oder gar 130 und das ist eben der Bereich, wo Motorrad, Helme und Bekleidung besonders gut noch schützen können. Und deswegen darf man beim 125er Fahren auch auf keinen Fall Abstriche bei der Sicherheit machen. Jetzt aber zur eigentlichen Frage. Ich würde für den Anfang auf jeden Fall Textilbekleidung empfehlen, denn die ist günstiger. Du musst dich noch nicht so auf den Motorradtyp festlegen, denn Textil passt auch nochmal zu mehr. Denn bei einer Lederkombi bist du ja irgendwo auf einer Sportler, auf einer Sporttourer, auf einem sportlichen Nakedbike unterwegs. Du bist also mit Textilkleidung in meinen Augen auch flexibler. Du kannst dich an mehrere Temperaturen von ganz warm bis kalt in der Regel anpassen und sie schützt einfach auch nochmal vor Regen. Rukas 1011 fragt, welches 125er Bike verbraucht sehr wenig und kostet nicht allzu viel. Da finde ich zum Beispiel die Honda CBR 125 RJC40 gut. Super günstiges Brot- und Buttermotorrad, genauso auch die Honda CB 125F oder die CBF 125. Das sind alles ziemlich günstige Motorräder, wo die Ersatzteilversorgung einfach gewährleistet ist, die nicht viel Steuern kosten, wenig verbrauchen. Also sind einfach gute, günstige, einfache Motorräder. Zu solchen Themen, also konkreten Motorradempfehlungen für bestimmte Budgets etc., machen wir auch auf Instagram regelmäßig Reels. Die kommen nicht auf YouTube, weil die in der Regel länger als eine Minute sind und dann falsch ausgespielt würden. Dementsprechend also dafür gerne auf Instagram vorbeigucken. Wo ihr das findet, habe ich euch ja schon gesagt. Die Frage von Vivian19563 hat mich ein bisschen erschrocken. Ich erkläre euch auch warum. Wie viel kostet ein A1-Führerschein inklusive Helm? Erstmal zu den Kosten für A1. Ich würde sagen 2.000 bis 2.500 Euro. Damit ist das Gros von euch auf jeden Fall gut bedient und damit werdet ihr hinkommen. Nur in besonderen Fällen, eine besonders teure Region, in der ihr wohnt oder auch wenn ihr eben auf das gesetzliche Mindestmaß noch weitere Fahrstunden braucht, dann kann es gegebenenfalls auch teurer werden. Für A1 allerdings nicht. Für A2 oder A braucht man dann gegebenenfalls noch mal ein paar hundert Euro extra. Und weswegen ich mich jetzt so ein bisschen erschrocken habe, ist, dieses inklusive Helm suggeriert mir so ein bisschen, dass man ja quasi den Führerschein braucht und man braucht einen Helm, um bei der Fahrschule zu fahren. Das stimmt natürlich absolut nicht. Du brauchst für die Fahrschule dein komplettes Outfit. Vom Stiefel über Hose, Jacke, Handschuhe und eben den Helm. Denn der Fahrlehrer hat eine erhöhte Sorgfaltspflicht während der Fahrstunde für dich. Der darf dich rein rechtlich gar nicht ohne dieses komplette Outfit auf die Maschine lassen. Und gerade nach Corona haben die allerwenigsten Fahrstunden noch Ausrüstung, die sie den Fahrschülern leihen können. Und wenn, dann ist die in der Regel Mist. PRYZZ fragt, kann man ein Sehna auf jeden Helm montieren? Und in dem Fall kann ich sagen, ja, bei den allermeisten ja. Gibt ein paar Voraussetzungen. Ich zoome euch dazu jetzt mal ran. Wir haben hier einen Sehna an der Seite und ihr seht schon, hier links muss relativ viel freie Fläche sein. Teilweise hat man hier auch nochmal den Schieber für die Sonnenblende. Das kann man in der Regel dadurch ausgleichen, dass man das Ganze ein bisschen weiter nach hinten setzt. Und wenn man jetzt nicht gerade wie in meinem Fall eine Kamera mit drin hat, dann ist es ja auch egal, wenn es ein bisschen weiter hinten sitzt. Allerdings müsst ihr auch darauf achten, dass hier unten das nicht zu klobig ist. Ist aber bei den meisten Helmen auch nicht so. Aber wo es mir zum Beispiel neulich gerade aufgefallen ist, ist beim Rurock Atlas. Denn da ist das hier einfach so dick, sodass man es nicht vernünftig anklemmen kann, sondern ankleben muss. Und dann einfach hier, ja, deutlich mehr Kabellage sieht, als das eigentlich notwendig ist. Deswegen kann man also sagen, an den allermeisten Helmen kannst du ein Sehna problemlos anbringen. Und dann fragt It's Nils, AGV K1S gut für den Alltag? Und zwar ist das dieser Helm, das ist der kleine Bruder von ihm hier, dem AGV Pista, also ein schöner, sportlicher Helm, ganz neu rausgekommen, auch mit der neuen Helmprüfnorm. Gibt es in super coolen Dekoren, wie hier Sol, Sonne, Iluna und mega cool. Allerdings verzichtest du bei diesem Helm auf die Sonnenblende. Dementsprechend, also das muss man wissen, sonst ein schöner, leichter, komfortabler Helm, den man auch sehr, sehr gut im Alltag fahren kann. Und man muss halt ganz klar sagen, der kostet halt einen absoluten Bruchteil von ihm hier. Jason MDX8 fragt jetzt, ich bin ca. 1,70 Meter und möchte eine Aprilia SX125 fahren. Passt das? Also mit der SX125 hast du jetzt noch eine Supermoto ausgesucht, die etwas niedriger ist. 87 cm Sitzhöhe geht ja noch.
Voraussichtlich wirst du aber trotzdem nur mit einem Fuß auf den Boden kommen oder vielleicht mit beiden Fußspitzen. Natürlich ist es immer ein bisschen unterschiedlich. 1,70 bedeutet nicht immer Beinlänge X, sondern das variiert natürlich von Mensch zu Mensch. Vielleicht ist dein Oberkörper länger, dann sind deine Beine vielleicht ein bisschen kürzer oder umgekehrt. Das ist natürlich immer so eine Sache, die muss man einfach im Zweifelsfall beim Händler vor Ort ausprobieren. Grundsätzlich glaube ich aber, wenn es dir ausreicht, dass du beim Anhalten nur mit einem Fuß auf den Boden kommst oder mit beiden Fußspitzen, dann kannst du auch mit der SX125 glücklich werden. OurXL.FFM fragt, wie finde ich die richtige Lederkombigröße? Dazu haben wir schon 2020 ein, glaube ich, ganz okayes Video zu gemacht, ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ich glaube, man versteht grundsätzlich, wie was sitzen muss und wie man die richtige Größe findet. Und im nächsten Teil am Sonntag sprechen wir darüber, ob es überhaupt okay ist, rechtlich okay ist, wenn ich beim Motorradfahren mit anderen spreche, telefoniere, Musik höre. Das, also Sonntag, um das nicht zu verpassen, jetzt schon mal ein Abo da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.